Hallo zu Kita Today, unserem täglichen Format rund um die Vorkommnisse in unserer Kita-Welt. Die Bundesfamilienministerin hat ein großes Interview der großen Zeitung mit den vier Buchstaben gegeben und hat sich da dafür ausgesprochen, doch Erzieher sowie Grundschullehrer zu bezahlen, weil, das sei ja die Erkenntnis, Erzieher im Durchschnitt ungefähr brutto das verdienen, was Grundschullehrer netto herausbekommen würden. Sicherlich gäbe es da in den Bundesländern leichte Abweichungen, aber so als Daumenregel könnte man das ja durchaus ansetzen. So, eine baumstarke Erkenntnis, die unterstützen wir voll und ganz, aber dann kam eben, wenn man das fleißig weiterliest, wohl die Nachfrage des Interviewers, naja, wie soll das Ganze denn finanziert werden? Und dann gab es als Antwort darauf ein, und jetzt kommt es, und das macht immer wieder so ein bisschen ärgerlich, ein, ja, da müssten ja Bund und Länder an einem Strang ziehen. Als aufmerksame Beobachter dieser Debatte, die es nun seit Jahren gibt, stellt man doch wohl fest, dass sowohl Bund und Länder alle einer Meinung sind. Erzieher würden zu wenig verdienen. Oder gibt es da irgendwie, also gibt es da irgendeine Stimme in der Politik, in den Verbänden, irgendwo? Gibt es irgendeinen, der sagt, nee, Erzieher verdienen auskömmlich, die haben mehr als genug, die sollen sich mal nicht so haben? Kennen wir nicht. Und wenn doch, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Die Person möchte ich sehen. Also, wenn wir unterstellen, dass alle der gleichen Meinung sind, dann ziehen sie doch irgendwie an dem einen Strang, oder? Warum gelingt es dann nicht? Warum gelingt es dann nicht, das, was als für richtig erkannt worden ist, in die Tat umzusetzen? Ja, weil die Haushalte ja schon verabschiedet worden sind, könnte man dann einwenden. Oder, was nehmen wir noch? Es ist halt kompliziert, es ist halt mal Ländersache und dann darf der Bund nicht so richtig und anders. Also das überzeugt doch nicht ganz, oder? Wenn man sich mal das so denklogisch herleitet. Erstens, die Haushalte, ne? Das Thema ist ja nicht gerade neu und ein Haushalt pro Jahr, vielleicht auch mal ein Doppelhaushalt, aber das Thema Haushalt ist ja jedes Jahr neu mehr oder weniger durchzukaspern und dann könnte man ja tätig werden. So, und alle anderen Einwände, warum das nicht funktioniert, ist doch ziemlich eindrucksvoll mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz eigentlich für obsolet erklärt worden. Da hat eben doch der Bund, das Bundesfamilienministerium, entsprechend mit einer Gesetzesvorlage dafür gesorgt, dass es mehr Geld in dem Bereich gibt. So, und anstatt an diesem Punkt zu sagen, dieses Geld dürft ihr nur dafür verwenden, dass ihr entweder eure Erzieher besser bezahlt oder die tägliche Qualität in den Kitas weiter anhebt, wurde eigentlich mehr oder weniger ein breites Spektrum an sonstigen Möglichkeiten zugelassen, eben auch, dass man die Eltern beitragsfrei stellen kann. So, und nun, Überraschung, schmücken sich viele Bundesländer damit, dass sie ja jetzt, Klammer auf, mit dem Geld vom Bund, Klammer zu, ja die Beitragsfreiheit entweder für das letzte Kita-Jahr oder für die letzten zwei oder irgendwie eingeführt hätten oder einführen würden. Ja, Berlin ist da mal eine Ausnahme, da gibt es das Ganze schon länger, ist bekannt. Aber da fragt man sich, wenn jetzt alle doch einer Meinung sind und an einem Strang ziehen wollen, warum passiert das nicht? Das ist eigentlich faszinierend, das ist so ein bisschen wie unser Flughafen hier. Alle wollen ihn fertig bekommen und es passiert nicht. Warum nicht? Und das hier, was ja durch die Bundesfamilienministerin richtig erkannt worden ist, das lässt sich doch am allerleichtesten umsetzen. Geld ist vorhanden. Kann mir keiner erzählen, dass Geld nicht genügend vorhanden ist. Das ist da. Wenn wir uns sonst was leisten können, können wir auch uns auskömmliche Bezahlung von Erziehern für die Kleinsten in unserer Gesellschaft auch leisten. Geld ist da. Dann das Nächste. Wir brauchen ein Gesetz. Ja, das können die doch wohl auch. Die müssen ja nur ein Gesetzesvorhaben in die jeweiligen Bundestag, Landtage hineinbringen. Und dann sitzen da die Leute, die alle einer Meinung sind, nämlich dass Erzieher nicht genug verdienen. Die müssen doch nur noch die Hand heben. Also insofern hat man doch beide Instrumente parat. Man hat faktisch genügend Geld und man hat die Möglichkeit, dieses Geld durch ein Gesetz richtig kanalisiert dorthin zu bringen, wo man es haben will, nämlich bei den Erziehern. Insofern ärgern doch angesichts der Demonstrationen von Erziehern für mehr Geld doch solche Larifari-Geschichten wieder, die eigentlich nichts weiter bedeuten als, in der Fußballersprache würde man sagen, ich habe ihn sicher, nimm du ihn oder umgekehrt. Also das ist so, ne, der schwarze Peter, die heiße Kartoffel wird weitergereicht. Ja, da müssen Bund und Länder an einem Strang ziehen. Tut es doch einfach.
Morgen geht's weiter. Im Sinne.